Hallo und herzlich willkommen zu meinem Livestream. Heute geht es rund um das Thema, lohnt sich die Internetrecherche über Bewerber? Mein Name ist Diana Roth und alle hier in der Gruppe kennen mich. Ich bin die Initiatorin der Gruppe und mein großes Anliegen ist es, Personaler und Personalerinnen zusammenzubringen, sich zu ermuntern, Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit wir gemeinsam Lösungen finden zu HR-Knacknüssen. Ich begrüße ganz herzlich Karin und werde jetzt immer wieder auf euch zukommen, werde auch Fragen möglichst beantworten. Ja, letzte Woche hatte ich ein Coaching mit einer Personalerin und da wurde das Thema behandelt, wie recherchiere ich über Bewerber? Und da habe ich mich dann in die Thematik reingesetzt, habe natürlich festgestellt, dass Deutschland, Schweiz verschiedene Gesetzgebungen hat und verschiedene Handhabungen. Mal ganz kurz, es ist einfach so, ich gucke jetzt immer wieder auf mein Blatt, wo ich mir Notizen gemacht habe, 40-50% aller befragten Unternehmen, und das waren die Personaler, die man da befragt hat, sagen, dass sie regelmäßig auf Google, auf Xing und auf LinkedIn Recherchen über Bewerber machen. Also 40-50%. Okay. Nur 17% hingegen haben angegeben, dass sie Recherchen über Bewerber machen bei Facebook, Instagram oder Twitter oder wo auch immer. Also wirklich so eine Unterscheidung. Das sind reine Business-Netzwerke und das sind so private Netzwerke. Ich begrüße jetzt ganz herzlich noch die Sarah und die Nixe. Es ist wunderschön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr Impulse habt oder eigene Erfahrungen, bitte schreibt sie mir doch rein. Ich habe in dieser Gruppe ja auch die Umfrage gemacht, wie macht ihr das? Und da haben sich einige abgestimmt und geschrieben, wie sie es handhaben. Es ist einfach hier so, dass ca. 55%, also das geht ungefähr überein, sagen, jawohl, selten recherchieren wir. Und dann muss es irgendeinen Impuls gegeben haben. 5% der Beteiligten haben gesagt, das mache ich nie. Und 4% sagen, ja, ich kenne Personale, die das regelmäßig machen. Gut. Also grundsätzlich ist zu sagen, der Datenschutz verbietet uns Personale eigentlich über Bewerber zu recherchieren. So, und jetzt kommt das Aber. Ich will was vorlesen und zwar gibt es da ein Zitat, das von einem Anwalt kommt, der sagt, der Arbeitgeber darf den Bewerber über eine frei zugängliche Suchmaschine googeln. Über eine frei zugängliche Suchmaschine. Er darf aber keine Daten aus sozialen Netzwerken erheben, wenn diese in erster Linie der privaten Kommunikation dienen. Um der Hinweispflicht gerecht zu werden, sollte schon in der Stellenausschreibung auf die beabsichtigte Recherche hingewiesen werden. So. Also es ist so, dass wenn ihr euch bei großen Konzernen schon mal bewerbt oder schon mal da unterwegs wart, habt ihr gesehen, dass ihr angeben müsst, wie ist euer Xing-Profil, wie ist euer LinkedIn-Profil. Also die fragen die Sachen ab. Sobald ihr natürlich selber dieses Profil angibt, ist das eigentlich auch ganz klar, das Unternehmen schaut oder darf da reinschauen und wird vielleicht da reinschauen, wenn ihr in die engere Wahl kommt. Und ihr gebt das also frei. Grundsätzlich ist alles möglich. Also wenn der Bewerber einverstanden ist, dürft ihr alles. Aber dafür müsst ihr euch dieses Einverständnis abholen. Frei zugängliche Suchmaschinen, was sind das? Also ich meine, Google ist wirklich frei zugänglich und wenn ich da Diana Roth reingebe, da spuckt das heute alles Mögliche raus. Das sind Sachen, die ich reingestellt habe, aber es sind auch Sachen, die von über mich reingestellt wurden. Nicht, dass ich da unbedingt mit allem einverstanden bin, aber ich meine, wenn man sich jetzt so öffentlich ausdrückt wie ich, dann muss man einfach mit allem rechnen. Das sehe ich natürlich ganz anders als wie bei einer Privatperson, die nicht großartig im Netz vertreten ist. Grundsätzlich ist zu sagen, Bewerber zu googeln ist erlaubt.
Also Google ist erlaubt, das sagen auch die verschiedenen Rechtsprechungen, sei es in Deutschland oder Schweiz. In Deutschland ist es natürlich sehr, sehr viel strenger gehandhabt. Man dürfte jetzt zum Beispiel nie einem Bewerber absagen, weil man in seinem privaten Facebook-Tool gesehen hat, dass er, ich weiß nicht, Jäger oder sowas ist. Allerdings wäre das ja so, dass man sich als Personaler privat vernetzen müsste, beziehungsweise dass jemand, der Bewerber, das so freigestellt hat, dass jeder sich mit einem vernetzen kann. Aber grundsätzlich wisst ihr ja alle, kann man diese Profile schützen, man kann das auch seine Freunde schützen. Es ist ja sehr, sehr wichtig, dass das in Facebook macht. Also ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, dass euer Facebook-Profil nicht von jedermann vollkommen einsehbar ist und vor allen Dingen, dass man nicht sieht, mit wem ihr befreundet seid. Das könnt ihr ja alles unterbinden. Und wenn Bewerber natürlich nicht so viel Ahnung hat, wie man das macht, dann ist das ja nicht sein Problem, sondern du darfst das nicht nutzen. So, das ist jetzt einfach das, was man darf und was man nicht darf. Was passiert in der Praxis? Ja, in der Praxis ist es so, dass das erlebe ich, dass wenn Personaler irgendwelche Zweifel haben, dass sie dann sagen, okay, jetzt gehe ich doch mal schnell schauen, was ich über die Person finde. Und dann nimmt man Google und dann nimmt man Xing und LinkedIn und ja, vielleicht geht man auch auf Twitter oder mal in Instagram mal schnell schauen, ne? Je nachdem, was das ist. Und ich gebe zu, dass die Sachen, die dort veröffentlicht sind und nicht dem Geschäftlichen unterliegen, einen beeindrucken können und natürlich die eigene Entscheidung beeinflussen können. Und Bewerber müssen sich darüber bewusst sein. Gleichwohl dürfen wir es nicht nutzen. Und das ist es, wir dürfen es nicht nutzen und jeder nutzt es. Das ist da, wo kein Kläger, da kein Richter, sage ich ja immer. Einerseits werden sehr viele Sachen gemacht, die unanständig sind, die man nicht machen sollte. Und andererseits wird auch da viel gelogen. Und da möchte ich euch zwei Beispiele nennen, die aus der Praxis meiner Kundinnen kommen, also Personalerin, die ich coache. Da ist einmal eine Personalerin gewesen, die hat eine Mitarbeiterin eingestellt, die hat den Bewerbungsprozess durchlaufen, die hat sehr gute Referenzen gehabt und dann hat sie einen Arbeitsvertrag bekommen. Am ersten Arbeitstag hat sie alle Mitarbeiter informiert, Frau XX fängt heute bei uns an, wir freuen uns. Und dann hat sie innerhalb von 5 Minuten eine Mail bekommen von einem IT-Mitarbeiter, der schrieb, hast du mal gesehen, was über die Frau XX überhaupt im Netz steht? Und dann hat dieser IT-Mitarbeiter, das ist ja eigentlich nur ein Mitarbeiter, wie jeder andere auch, und Mitarbeiter machen allerhand, hat er einfach herausgefunden, was im Facebook, in den privaten Netzwerken alles über sie steht, hat ihr das geschickt und da waren einige Nacktfotos dabei. So. Und sie hatte sich für irgendwelche Misswahlen beworben. Was macht eine Personalerin mit solchen Informationen? Also, es war nicht nur ein Mitarbeiter, der ihr dann schrieb, sondern auch ein anderer Mitarbeiter. Also, sie wollte natürlich auch die Mitarbeiterin ein bisschen schützen und wusste nicht damit umzugehen, hat dann das Gespräch mit dem Vorgesetzten und der Mitarbeiterin gesucht. Und hat gesagt, ich wurde darauf hingewiesen, dass sie im Netz mit Nacktfotos stehen und dass sie für Misswahlen kann teilnehmen. Und dann hat die natürlich total gebockt, zu Recht, und hat gesagt, was gibt sie das an und wie kommen sie darauf? Und dann hat sie gesagt, ich wurde von Mitarbeitern darauf aufmerksam gemacht. Und der Vorgesetzte hat gesagt, mir ist eigentlich egal, was sie privat machen. Wichtig ist, ich möchte einfach nicht, dass es das Geschäftliche in irgendeiner Art betrifft. Das heißt, ich möchte nicht, dass Kunden sie darauf ansprechen oder Mitarbeiter und dass es da Ärger gibt. Das war das eine Beispiel. Und dann ist diese Personalerin vom Abteilungsleiter zusammengefaltet worden nach dem Motto, du hast deine Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht. Ich erwarte von dir als Personalerin, dass du jeden Bewerber, der nachher einen Vertrag bekommt, bevor du den Vertrag schickst, prüfst. So, jetzt gibt es ja einen Strafregisterauszug in der Schweiz, den man sich schicken lassen kann. Oder bei Leuten, die mit
mit Jugendlichen arbeiten oder mit Behinderten oder so, gibt es auch noch so spezielle Strafregisterauszüge. Ich bin überzeugt, das gibt es in Deutschland in einer Art auch. Aber das zeigt natürlich nur einen gewissen Bereich an. Da muss also jemand schon strafbar gewesen sein, dass da was drinsteht, beziehungsweise wenn die Verjährung vorbei ist, dann steht da nichts mehr drin. Also, die Personalerin hat die Auflage bekommen, vom Big Boss nachher jeden, der einen Arbeitsvertrag bekommt, zu recherchieren. Und hier hat man gesagt, nein, die im Google genannten, die Xing und LinkedIn, die genügen uns nicht, sondern ich möchte, dass du weitergehst. Wie sie es nun umsetzt, weiß ich nicht. Auf der einen Seite darf man gewisse Sachen nicht machen, aber ihr wisst genau, dass Firmen Sachen verlangen, die nicht unbedingt, wie soll ich sagen, erlaubt sind. Also wo kein Kläger, da kein Richter. Der zweite Fall, den ich euch vorstellen will, das ist eine Kundin gewesen, die hat Projektleiter eingestellt und die hat, ich muss mir das aufschreiben, nachschauen, was sie mir gesagt hat. Genau, sie hat dann einen Projektleiter in der engeren Wahl gehabt und das war so eine Firma, die insbesondere Software für Banken implementiert hat und Projektleiter dafür eingestellt hat. Also Software für Banken. Und sie ist hingegangen, ja, sie hat recherchiert, das war ihre Aufgabe. Und sie hat zum Beispiel im Xing geschaut und im LinkedIn, also in diesen beruflichen Netzwerken. Sie hat den Lebenslauf vom Bewerber gehabt und hat das mal so schnell abgeglichen, sorry, und hat dann gesehen, ja, was im Xing steht, das ist entsprechend dem Lebenslauf. Und was im LinkedIn steht auch. Ne? Da kann man ja Wunderbares angeben. Und sie hat dann nicht in privaten Netzwerken spioniert, weil sie sagt, A, habe ich für so einen Mist keine Zeit und B, möchte ich das nicht. Ich komme dann immer wie ein Schnüffler vor, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Gut, und was ist dann passiert? Also sie haben den Mann angestellt und der wurde dann in ein Großprojekt von einer namhaften Bank eingegeben und die Bank hat gesagt, du musst uns angeben, welche Projektleiter du in dieses Projekt einsetzt und du musst uns den Lebenslauf und etc. einreichen, damit wir den überhaupt einsetzen. Ich kann das nachvollziehen, weil da ging es um heikle Daten von Kunden und auch um Kundengelder. Schlussendlich hat die Bank dann nochmal recherchiert über die eingesetzten Leute und ist dann mit dem Strafregisterauszug des Herrn gekommen. Und da war ein Eintrag drin, nicht wegen Diebstahl, wegen häuslicher Gewalt und dass der irgendwie 1,5 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Okay, und dann haben sie gesagt, diesen Herrn nehmen wir nicht. Das heißt, die Firma konnte den nicht einsetzen in diesem Projekt. Und schlussendlich haben sie ihn ordentlich gekündigt, obwohl fristlos vielleicht eine Diskussion wert gewesen wäre, weil diese Straffälligkeit hat er in keinster Weise genannt. Und sein Lebenslauf war offensichtlich getürkt. Also auch das kann uns passieren, dass wir da auf Xing, auf LinkedIn echt eine super Sache sehen und denken, ah, alles klar. Und auf Facebook kann ich mich auf eine ganz andere Art darstellen. Wir wissen ja, alles ist möglich. Und da können wir uns auch so täuschen lassen. Wir machen zwar unsere Hausaufgaben, aber wir werden getäuscht. So, das waren eigentlich die Sachen, die ich euch dazu erzählen möchte oder wollte. Und ich habe natürlich persönlich ein Fazit. Fazit ist, in wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Jobs, insbesondere wenn da noch so ein gewisses Bauchweh bei euch herrscht, geht doch ins offizielle Netz. Also das, was Google euch bietet, da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Geht, wenn jemand auf Xing sein Profil angibt, noch in der Bewerbung, das passiert ja immer mehr. Geht darauf schauen. Es gibt euch keine Sicherheit, ob der Mann oder die Frau wirklich das ist, was er da vorgibt. Das müsst ihr einfach wissen. Es ist einfach ein zusätzliches Tool, was von vielen Arbeitgebern, von vielen Unternehmensleitungen, von euch als Personalern verlangt wird. Aber wie gesagt, es ist nur Mosaikstein. Es kann stimmen, es kann nicht stimmen. Also wertet das richtig. Wenn ihr natürlich etwas sehr, sehr Negatives dort findet, was ihr auf den geschäftlichen Netzwerken selten finden werden, dann könnt ihr das eher zur Diskussion stellen, beziehungsweise fragt den Bewerber, ob ihr da reinschauen dürft und wie ihr das aufnehmen dürft, ob sie etwas erklären können dazu. Das ist so mein Input für euch.
Wie gesagt, das Datenschutzgesetz sagt da allerhand, aber auch die Arbeitsgesetze, es ist ganz viel nicht geregelt. Die Internetrecherche ist im Gesetz nicht festgehalten. Das ist wahrscheinlich zu jung. Es ist sehr, sehr umstritten, je nachdem, welchen Rechtsberater man dazu befragt. Und es ist einfach wirklich so, überlegt euch gut, was ihr macht. Frag den Bewerber, wenn du dich bei mir bewirbst, dürfen wir dein Single-LinkedIn-Profil nutzen. Private Einträge auf Facebook und so dürft ihr nicht nutzen. Wenn ihr sie trotzdem konsultiert, könnt ihr sie nicht als Argumentationsgrundlage bei einer Absage verwenden. Ich kann euch nur ermuntern, seid sauber, seid korrekt, aber bitte denkt auch daran, man kann euch total täuschen, indem man euch was vorspielt, indem man einfach so ein sauberes LinkedIn-Profil dahinsetzt und das muss gar nicht so sein. Ja, das war mein Input von heute. Wenn ihr da nachher noch mal Fragen dazu habt, ich beantworte sie gerne hier und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Es wird wieder sonnig, es wird wieder toll und überhaupt die nächsten 2 Wochen sollen wieder schön werden. Und ich wünsche euch einen ganz erfolgreichen Tag. Und ich freue mich, wenn ich euch in einem Coaching wiedersehe oder vielleicht hier auf Facebook mit einer Frage. Alles Gute und tschüss.